Super, dass ihr wieder dabei seid. Aktuell, momentan, das ist Juli 2022, so Mitte Juli, sind wir in Peñasco in der Marina und haben Alex hier rausgenommen, um das Unterwasserschiff neu zu machen. Genau, aber falls ihr die letzten Folgen gesehen habt, auf YouTube laufen momentan ja die Folgen von unseren ersten Monaten, die wir in Mexiko verbracht haben. Wir befinden uns jetzt Ende Februar, Anfang März und sind gerade in La Cruz angekommen, in der Banderas Bay. Ja, und dort haben wir natürlich auch eine wichtige Entscheidung getroffen, wie es eigentlich weitergeht mit der ganzen Reiserei. Richtig, weil ursprünglich hatten wir ja geplant, noch dieses Jahr den Pazifik zu überqueren und nach Französisch-Polynesien zu segeln. Hätte aber bedeutet, wir hätten bis Ende April spätestens das Land verlassen müssen, aufgrund der Hurricane-Saison, die ja, hier in der Anfang Mai, Ende April. Ja, Anfang aber Mai. Hier im Pazifik beginnt die ja wirklich schon früher, wie wir jetzt auch aus Erfahrung schon wissen, ziehen hier schon früher die ersten Hurricanes auf. Und deswegen war unser Ziel Ende April raus. Hätte aber bedeutet, dass wir nur noch 2 Monate Zeit gehabt hätten. 2 Monate für die gesamte Sea of Cortez. Der Grund, warum wir eigentlich nach Mexiko gesegelt sind, war uns dann einfach viel zu wenig. Und zudem musste Anix ja noch raus, gell? Ja, definitiv musste Anix raus wegen dem Unterwasserschiff. Das letzte Mal ist 2,5 Jahre her. Und ja. Es hätte auch noch mal 2 Wochen Zeit gekostet. Und das war uns dann einfach viel, viel, viel zu wenig Zeit für die Sea of Cortez. Und deswegen haben wir entschieden, wir verbringen dieses Jahr in Mexiko und segeln erst Anfang 2023. Ende 22, so im Dezember rum, Anfang Januar, dass wir dann eben halt den Pazifik überqueren nach Französisch-Polynesien in die Südsee. Genau. Gut, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du auch jetzt wieder dabei bist. Ja. Wir befinden uns, wie gesagt, in La Cruz, in der Banderas Bay. Segeln in dieser Episode in den Süden der Banderas Bay nach Jalapa. Echt ein richtig schöner Ort. Lasst euch überraschen. Wir sind ja ganz gespannt, was du zum Video sagst. Viel Spaß! Genau, viel Spaß beim Zuschauen. La Cruz ist ein kleiner Ort im Norden der riesigen Banderas Bay. Hier befindet sich eine Marina und neben Punta Mita quasi der einzige gute Ankerplatz in der Bucht. Obwohl gut auch Ansichtssache ist. Quasi jeden Nachmittag bläst hier der Wind mit etwa 15 Knoten aus West und abends, sobald der Wind nachlässt, kann es ganz schön rollig werden. Aber des Abends bekamen wir auch oft Besuch. We can take it slow, make sure we do this right. Sonntag ist immer so ein Farmers Market, den wollen wir mal auschecken. Mal gucken, was da so los ist. Da gibt es viel zu essen und zu trinken. Sieht echt lustig aus von weitem schon. Mal gucken. In La Cruz liegen wir vor Anker vor der Marina. Aber in der Marina selber hat es ein Dinky Dock. Und da kann man für 80 Peso pro Tag festmachen. Das machen hier alle so, das nutzen wir auch. Obwohl wir schon ein bisschen am Strand gibt es auch ein kleines Fleckchen, wo wir uns hinlegen könnten. Aber ja, fahren wir halt wie immer zum Dinky Dock. Handwerklich halt schöner Markt, finde ich. Ja. Wir schlendern also gemütlich über den Markt, entdecken viele künstlerisch wertvolle und kreative Sachen aus den verschiedensten Regionen Mexikos. Es gibt einen großen Food-Bereich mit mexikanischen, aber auch internationalen Angeboten. Vom Baklava musste ich natürlich etwas mitnehmen und Taco konnte am Gyros Pita Stand nicht widerstehen. Pita in Mexiko.
Wir verbrachten hier in La Cruz viel Zeit vorm Computer. Auch Haku arbeitete unermüdlich. Ja, ich bin hier am seit Tagen an der Konstruktion der Schaltpläne. Oder ja, es ist insgesamt ein riesen Schaltplan, aber in mehreren Blättern für die Anixi. Und bin immer wieder am Berichtigen und am Berichtieren. Und es wird verdammt umfangreich. Kurzer Blick mal dazu. Ich habe hier die Schaltpläne mal so ein paar schon fertig. Können wir mal gucken. Das sieht dann hier so aus. Somit vergingen nahezu 3 Wochen rasend schnell. Und wir machten uns plötzlich schon wieder klar zur Weiterfahrt. Das ist nur ein bisschen schwierig, hier wieder wegzukommen. Ich glaube, wir sind schon fast festgewachsen. Das Elend zeige ich euch mal. Aber ich putze jetzt ja wirklich nur die Verbindung von, also diese Leine, unsere Ruckdämpferleine, zur Ankerkette. Und es ist einfach ein Krampf. Das Wasser ist hier so nährstoffreich. Innerhalb von wenigen Tagen hat man hier alles Mögliche an der Ankerkette, an der Leine. Ist unfassbar. Es wird morgen wahrscheinlich eine 3-stündige Ankeraufaktion. Ich bin gespannt. Ach ja. Und du so? Ja, ich lasse es mir gut gehen. Ich liege hier natürlich wieder, weil die letzten 20 Minuten, bis dass wir sowieso mit dem Ding hier in Ort fahren, habe ich mir gedacht, werde ich jetzt nichts mehr tun. So. Ja, ich hätte es auch mal besser lassen sollen. Also. Und? Was und? Probier es jetzt mal vom Dingi aus. Das mal. Naja, also meine Leine hat ganz gut funktioniert und Haku probiert es mal, die Kette vom Dingi auszuputzen. Mal gucken, wie das funktioniert. Schauen wir mal. Ich glaube, ich muss erst ein bisschen hochziehen. Das geht schon, das ist halt mühsam. Ja, kommt zwischendrin, zwischen den Dingern kommst du gar nicht rein. Nun ja, vertagen wir das und machen uns erstmal auf in den kleinen Ort. So, und da wäre ja morgen abreisen werden, ne? Jetzt morgen? So Gott will. Ja, morgen gehen wir jetzt noch ein letztes Mal mit der Limelight schön essen, gell? Gell? Erzähl mal, wie geht's euch denn so? Warte. Sag mal, sind die T-Shirts jetzt vom TO gesponsert? Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt wirklich heute das zweite Mal an. Ne? Aha. Ja, wie es uns geht, wir sind etwas down, weil unser Motor immer noch nicht weitergeht. Oh, da ist noch Annette. Hallo. Ja, der Motor. Wir hoffen, dass wir heute Abend noch Informationen kriegen, wie es weitergeht. Okay. Wir werden alles dann berichten. Alles weitere direkt auf dem Kanal der Limelight, gell? Checkt ihn mal aus. Ansonsten genießen wir jetzt unseren letzten Abend hier in La Cruz. Vielleicht kommen wir ja noch mal wieder, bevor wir den Pazifik überqueren nächstes Jahr. Wir werden es sehen, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist La Cruz wirklich ein guter Startpunkt, um sich hier zu verproviantieren, um vielleicht noch letzte Reparaturen zu machen, letzte Sachen fürs Schiff zu besorgen. Also das haben wir jetzt definitiv schon mal eingespeichert. Aber wir sehen ja, was weiter oben im Norden noch auf uns zukommt. Wie auch immer, jetzt genießen wir erstmal unseren letzten Abend in La Cruz. Der nächste Morgen und es ist tatsächlich so schlimm wie befürchtet. Also wir gucken mal, wie lange wir brauchen, bis wir jetzt hier irgendwann den Anker oben haben. Wir hoffen, es ist ja nur der obere Teil der Kette, der zugewachsen ist. Wir hatten letzte Nacht nochmal 10 Meter reingelassen, weil wir dachten, dann schmürgelt sich so ein bisschen ab, wenn es am Grund hin und her geht. Aber es hat leider überhaupt nichts genützt. Naja, da putzen wir jetzt mal. Gut.
Zum Glück hatten wir die Deckswaschpumpe, die Haku vor einiger Zeit installiert hat. Ziemlich hilfreich in dieser Situation. Auch wenn tatsächlich nur die 10 Meter Ankerkette zugewachsen waren, die sich frei im Wasser befanden. Das ist viel Druck, aber hilft schon eine Menge. Ja. Wir haben abgelegt, jetzt doch einen Tag später als geplant, weil irgendwie hat Haku gestern nicht mehr so die richtige Lust gehabt am Nachmittag. Und jetzt haben wir schön mit dem morgendlich einsetzenden Südwind abgelegt und kreuzen jetzt durch die riesige Banderas Bay und hoffen, wir sehen auch ein paar Wale. Also man sieht ja eigentlich schon, wo sie sind, weil überall da, wo es Bootsansammlungen gibt, sind Wale. Aber wir werden jetzt nicht direkt da durchsegeln. Also ich bin nicht so ein Fan von direkt ins Whale-Watching, Pooling reinzufahren. Also es hat hier sehr viele Optionen in der Banderas Bay. Entweder segeln wir zu den Inseln, zu den Marietas raus, oder wir segeln nach Punta Mita in so eine Bucht im nördlicheren Teil der Banderas Bay, oder wir segeln nach Jalapa, die eher im südlicheren Teil liegt. Ich habe mich noch einfach noch nicht entschieden. Naja, kommt Zeit, kommt Fahrt. Aber im Moment ist ja kalt. Nee, im Moment ist mir kalt. Jetzt wird der Wind auch stärker und dann wird es wahrscheinlich noch kälter. Wie viel Grad haben wir es? 25? Plus? 25. Was wolltest du dann erst in der Arktis machen? Da bin ich mental darauf vorbereitet. Ach so. Und habe nicht nur kurze Hose an, sondern gleich von vornherein irgendwie drei Schichten. Ja, wir sind schon die ganze Zeit am Segeln hier und fahren immer hoch am Wind. Und dadurch, dass der Wind immer so ein bisschen gedreht hat, haben wir eine kleine Kurve gefahren, so einen Bogen gefahren. Und jetzt fahren wir zu einem Ort, Elapas, glaube ich, heißt das, oder irgendwie sowas. Und weil Anix da hin will. So, gucken wir mal, wie es dort ausschaut. Aber Nora sagt, man könnte da auch ankern. Anix, sie hat nun quasi für uns entschieden, wohin es geht. In die kleine Bucht vor Jalapa, die südlichste Bucht innerhalb der Bahia de Banderas, welche übrigens eine der weltweit größten Buchten und die größte Bucht Mexikos sein soll. Die Anfahrt war grandios, bunte Häuser inmitten der grünen Berge. Aber ankern ist hier tatsächlich etwas schwierig. Das Ufer fällt steil ab und wir sind froh, dass wir in einer Mooringboje festmachen konnten. Am ersten Abend genießen wir die Stimmung von Bord aus. Idyllisch gelegen, von Land aus nur schwer erreichbar, umgeben von grünen Hügeln befindet sich das Dorf Jalapa. Ein riesiger, goldener Sandstrand trennt den Fluss, der sich von den dahinterliegenden Hügeln hinab ins Tal schlängelt, vom Meer. Diesem Fluss werden wir später bis hin zu einem kleinen Wasserfall folgen. Absolut.
wir laufen jetzt zum Wasserfall. Ich bin mal gespannt, wie weit das ist. Das Dorf ging es zu der kleinen Cascada Pueblo. Der Weg durch die schmalen, herrlich verzierten Gassen ist einfach nur entzückend. Super mega hübsch hier alles gemacht. Super mega hübsch hier alles gemacht. Total schön bunt. War die Cascada Pueblo. Ja, super. Nee, das ist nichts für mich. Also Wasserfälle haben wir schon wesentlich schöner gesehen und auch wesentlich größer und wesentlich kräftiger und mit schönen Pools, wo du drinnen baden kannst. Das hier ist irgendwie so ein Loch. Aber gut, wahrscheinlich die Attraktion schlechthin, weil hier laufen sie alle lang und hier werden die Sachen verkauft ohne Ende. Für viel überteuert. Oh, Hakko ist nur am Schimpfen. Ja. Aber so die Szenerie ist schon ganz hübsch. Ja. Vor allem das Örtchen ist wirklich cool mit ganz vielen Gassen. Ist ganz nett gemacht, ja. Ja. Aber das lassen sie sich auch gut bezahlen. Ja, natürlich. In jeder Art und Weise. Du musst ja kein Bier trinken hier. Nee, kann mach ich. Kannst du dir auch einfach nur angucken. Ja. Ja. Gibt dann. Also ging es zunächst wieder zurück zur Pier, wo wir uns in einem Café für den Weg zum zweiten Wasserfall stärkten. Weiter geht's, zunächst über eine kleine Brücke zu dem Ortsteil, der über dem Strand liegt, und anschließend entlang des Flusses, der sich hinter dem Strand das Tal hinaufschlängelt. Oh, Wahnsinn! Etwas kleinere Bambussträucher. Ganz leicht. Ganz leicht. Wir wussten nicht, wie weit der Wasserfall entfernt ist, also folgten wir einfach weiter der kleinen Straße und irgendwann trafen wir auf die ersten Hinweisschilder. Der Jungle Garden war unsere letzte Chance auf ein Bier. Nur leider. Oh Mann!
Erzähl mal, hier wollte ich jetzt echt rein. Tja, siehst du? Steht auch. Letzter Stopp für ein Bier. Steht extra auf dem Schild. Da. Ja, nur nicht sonntags. Nur nicht sonntags. Nora vermutet, wo der Wasserfall ist. Genau, wissen tut es nicht. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wo denn ihr vermuteter Punkt überhaupt ist, weil wir laufen schon mehrere Stunden. Aber es ist durch eine super schöne Gegend. Ja, super toll. Und auch nicht Großberg hoch. Es geht so ein Seicht hoch. Ah ja. Ja. Der Blick auf meine Karte hat diesmal nicht wirklich weitergeholfen. Aber zum Glück gab es überall Hinweisschilder, denen wir folgen konnten. Nur verrieten uns diese nicht, wie weit es noch ist. Hakos Motivation schwindet, wie man sieht. Aber statt dass er fragt, wie weit es noch ist, und die entgegenkommenden, fragt er nicht. Tja, das ist ein Schild. Ja, die ist, um die Motivation anzuheben, stehen jetzt alle paar Meter, diese Schilder. Merkwürdig. Wir querten einige Male das Flussbett, liefen durch kleine Waldstücke und eine gefühlte Ewigkeit später kamen wir an. Gell? Ja, wir haben ihn erreicht, aber naja, gut, ist ein kleiner Wasserfall, also spektakulärer, also doch, wir haben schon besser gesehen. Aber gut, okay. Die Farbe sei halt speziell, der Weg hierher war sehr schön, also bitte. Gut, der Weg hierhin war schon schön und wo ist jetzt der Imbiss? Ohne Kommentar. Mein Mann muss immer Fax machen, ist unglaublich. Die ganze Brücke vibriert, wenn er da drüber geht. Das riecht aber gut, Schatz. Oh, wir trinken ein Bier. Wir verbrachten nur mehr einen Tag in Jelapa und der war einfach super schön. Dieser bunte Ort inmitten der Natur hat ein ganz besonderes Flair. Hier fanden wir quasi alles, geballt auf wenige Quadratkilometer. Gute Bars und Restaurants, einen wahnsinnig schönen Strand, grüne Hügel, einen herrlichen Mix zwischen Tourismus und dem Leben der Einheimischen. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich hat es euch gefallen, sonst hättet ihr schon abgeschaltet. Und somit kam dann wahrscheinlich auch dieser Flair des Ortes rüber, den wir damit vermitteln wollten. Das heißt, ich sage immer Plural, macht ja alles die Noah. Das ist ja da die Arbeit. Auf jeden Fall würden wir uns mega freuen über eure Kommentare. Schreibt uns doch gern, ob euch das Video gefallen hat, was ihr euch vielleicht auch sonst wünscht, über unsere Reise zu erfahren. Vielleicht gibt es ja irgendwas, über das wir mal berichten sollten. Wie auch immer. Ja. Macht die nur lustig. Ja, und weißt du, wenn du nicht verpassen willst, das nächste, dann musst du dann diese Bimmel da drücken, da irgendwo. Kreuz und quer. Irgendwo gibt es die Glocke. Die könnt ihr also grundsätzlich könnt ihr unseren Kanal sehr, sehr gern abonnieren. Das wäre mega cool. Und dann gibt es diese Glocke, die kann man drücken und dann wird man auch immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Genau. Und die nächsten Videos werden echt cool spannend. Also wir haben echt eine ganz verrückte Begegnung am Straßenrand gehabt in San Blas. Krass. Und wir waren einige Tage auf der Isla Isabel und es ist einfach so, so schönes Naturparadies. Ja? Unglaublich. Wo war das denn? Isla Isabel, die kleine Insel mit den Bubi, den Fregattfüllen. Ah, ja, mit den ganzen vielen Viechern, die da rumfliegen und machen und tun.
Und die Möwen, die uns angegriffen haben. Genau, das war echt cool. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach abonnieren. Bis dahin. Ah ja, und ihr müsst uns natürlich dann wieder ertragen. Geht nicht anders. Ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.